Leute, und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Ich muss Sam finden, bin im Palast und hab den ganzen Untergrund weggesprengt mit dem komischen Gas. Oha! Ich hab die Sonnenkönigin erzürnt. Nee, das war nur ich. Ach Gott, Lara, guck, was du angerichtet hast. Ja. Ach, okay, hätte ich mir die Munition sparen können. Ich habe über 600 Berge gespielt. Da macht's Bumm. Wow! Weiter! Ich kann nicht mehr! Immer in Bewegung bleiben! Ach, du Heiliger! Ich zerleg den ganzen. Den ganzen Turm. Ganzen Tempel, einfach alles. Sieht aus wie im Kriege. Ja, weil ich da ein paar Gasdinger angeschossen habe. Ach, hey. Ich denke mal, die haben jetzt wichtige Probleme als mich, oder? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich einfach so durch kann. Hey, Moment! Er hatte immerhin 10 Bergungsgut dabei. Das ist Messias. Niemand geht. Habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Messias so daran? Gute Frage, Lara. Die Leute im Westen sind mir ziemlich egal. Ihr seid mir alle egal. So wie ihr mich behandelt habt. Chips! Ach, hier ist das cool. Ah, die schießen doch auf mich. Normalerweise mag ich ja Geschenke, aber nur wenn es keine Kugeln oder Sprengstoff sind, die mich töten könnten. Ach hey, alles explodiert. Jetzt zu im Krieg. Ich finde es auch ganz lustig, dass das ganze Banditenstamm, dieses eine Mädchen nicht fangen kann, ja. Also sie hatten sie ja schon zwei, dreimal, aber. Ja, was soll man dazu sagen? Ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Feige Sau, das ist 100 Pro ein Verräter. 100 Pro. Lara, erschieß ihn. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Emikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen.
Ich will einfach nach Hause. So wie ich, Clark. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist er? Na komm. Lauf, Lara, lauf! Pack sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal! Lara! Ah! Lauf weiter, Sam! Ich komm schon irgendwie raus! Oder auch nicht! Leck, das war wieder mein ganzes cooles Zeug. Okay, hier dürft ihr nicht weit kommen mit dem Bogen. Gut, dass ich noch ein Sturmgewehr dabei habe. Die Leute hier waren wahrscheinlich nie auf der Banditenschule, wo man lernt, nicht im offenen Feld rumzustehen. Noch 34 Kugeln. Wirklich viel, wenn ich so drüber nachdenke. Nein! Ach hey, ach hey. Nein, 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 Lara, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich tue nicht Ahnung, was ich alles kann. Fliehen Sie aus dem Inferno, ja, das ist einfach gesagt, das getan. Würde ich ja gern. Ich meine, ich bin ja nicht so. Ach hey, ist das der Weg nach draußen? Nur der Scheinwerfer, der blendet so. Ach hey, geht's jetzt so. Ich habe immer noch keine Uni gesehen. Also im Spiel, direkt. So wie er hier. Der perfekte Uni-Wächter. So mein großer Bruder oder so. Kämpfen Sie sich den Weg aus dem Palast frei. Ich will nicht kämpfen, ich will abhauen. Ah. Da ist Süßer. Schuss mich da einfach mal investieren, was ist der Hammer. Okay, die Zeit des Bogens ist vorbei, ich sehe schon. Die Zeit ist abgelaufen. Ja, ja, ja. Nichts mehr mit Bogen. Nein, nur noch Sturmgewehr und Munition. Schön praktisch für mich gelagert. War wieder so ein Idiot, der mit der Nahkampfwaffe auf mich zuläuft, weil er meint, hey, er ist toll und muss den anderen was beweisen. Ja. Die Auserwählte, sie hat einen Namen, sie heißt Sam. Wie oft muss ich euch das noch sagen? Ich kann es euch ja anschießen in den Körper. Moment.
Pfeil ins Bein. Jetzt sollen wir das gelernt haben. So geht das. Lara hat haufenweise Tricks drauf, muss ich schon sagen. Also, gefällt mir schon gut. Ich habe fast 1000 Bergungsgut. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist ein netter Kerl. Weiter hat schätzen wir das SMG und könnte das umgehen. Komm da raus! Ja, den treffe ich von hier nicht, das ist das Problem. Da stimmt allerdings, dass ich nicht treffe. Das geht auch nicht. Wo könnte ich denn jetzt hin? Anscheinend nirgendwo. Das ist blöd, das ist echt blöd. Das Problem ist, er richtet sich immer sofort nach mir aus. Beine kann ich auch nicht schießen. Kann er sonst nirgendwo hin? Ich kann da hoch. Ah, so geht das. Toll gemacht, Lara. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fertig, Mädchen. Drücken Sie mit dem Maustaste, um zu feuern. Ich glaube, das war falsch. Warum mittlere Maustaste, um zu feuern? Vorbei. Nein. Schon wieder vorbei. Bam, wir probieren es nochmal. Wo kommt der Granatenwerfer denn mal her? Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fertig, Mädchen. Ich hab einfach nur zu lange gebraucht vorhin mit dem Lesen. Okay, da muss ich jetzt schon sagen, das ist kein logisches Vorgehen, was sie da jetzt gemacht hat. Ah, ich habe Granatwerfer gefunden. Ah, ich baue das gar nicht meine Waffe dran. Genau. Ach, da kann ich jetzt Metallbarrieren damit zerstören. Sie wird uns noch mehr töten als zuvor. Ich kriege euch alle. Lara, was ist los mit dir? Die ist ja nur noch aufs Töten aus auf einmal. Du warst mal so lieb und nett am Anfang. Ich weiß, es ist schon sehr, sehr lange her, aber komm! Da geht was!
greife ich noch nicht ganz da oben. Hopp, hopp. So. Ja, hab ich auch erwischt. Wunderbar. Da gibt's unendlich Granaten. Also nicht unendlich, aber fast. Was hier alles rumliegen würde, der Hammer. Endlich ein Camp. Lang, lang hat's gedauert. Kann ich den eigentlich upgraden, den Granatwerfer? Sieht nicht so aus. Aber Doppelmagazin. Jawohl, wie das Ding aussieht, hä? Einfach cool. So, was könnte ich denn noch so upgraden mit meinem Bergungsgut? Die Schrotflinte, natürlich. Die polsterte Griff. Bogen habe ich schon komplett. Volle Drossel. Ja, habe ich nicht genug Punkte. Moment, ich habe sogar noch einen Fähigkeitspunkt. Ausweichen Kill. Weil sie leicht gepanzert fallen, erst attackieren sie im Nahkampf auf der Stelle zu töten. Das will ich. Aber meistens kommen sie eh nicht zum Nahkampf. Von dem her ist es vielleicht, ja, jetzt nicht zwingend sinnvoll, aber auch nicht unsinnvoll. Das hat schon seinen Zweck. Hoffe ich. Bei den Typen mit Schild auf jeden Fall. 3 von 3 Teile gefunden, die Schrotflinte. Moment, ob das hier gleich ein Lager ist. Pumpgun, Waffe modifizieren. Schützengraben, Schrotflinte zu Pumpgun. Das machen wir. Pumpgun gemeistert. Ja, genau. So muss das sein. Die will ich gleich ausprobieren. Ja, wo sind denn die Feinde? Ja, wo sind sie denn? Das muss jetzt schon sein. Ja, Laura, lauf. Ich sagte lauf, nicht kriech dahin. Aber okay, ich will mal nächstes sein. Nein, tu doch die Fackel weg. Einfach. Komm mit, du. Lauf! Ich muss sie wieder zu sehen. Ach, jetzt bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Mit diese komische Geräuschstadt. Ach, da oben ist ein Spawnpunkt. Man hat es richtig schön gesehen. Habt ihr den Kerl da unten gesehen? Der wollte mit Pfeil und Bogen auf mich losgehen. Tch, ist der naiv. Ach cool, wenn ich Wasserfässer anschließe, dann kommt da das ganze Wasser raus. Du umgehst hier nix. Was hier zugehen würde, Herr Hammer. Na, da hast du noch Muni? Hallöchen! Oh ja, die neue Pumpgun ist super. Lara, Deckung, bevor du drauf gehst. So, alles mal durchladen. Kommt ein Molly geflogen. Komm jetzt der her. Ach, von hier. Ach, das ist was hier. Ist einfacher. Ich tue uns alle einen Gefallen damit, ja. Au, au, au. Ach, komm! Der
überlebt eine Granate. Ich glaube, es hackt. Voll ins Auge. Das hinterlässt Spuren. Sie ist da unten. Versucht, freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Da ist sie. Du wiederholst sie. Ich würde gerne diese Lampe ausschießen, wenn es geht. Ich gehe natürlich nicht weiter als Holz davor. Natürlich. Okay, wieder das alte Geschützturmspielchen. Ich sehe schon. Nein, Lara, so geht's nicht. Aber liebe Leute, wie es weitergeht bei Tomb Raider, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich sage immer, stay tuned. Versucht, freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Da ist sie.